Ein Dach müssen wir natürlich auch noch machen. Das ist jetzt natürlich... Oh, dieser Regen nervt. Und es nervt, dass es hier kein Schaf gibt. Scheißen Dreck. Und Nacht ist es auch noch. Wo ist der scheiß Mond? Der ist jetzt nicht erst da. Ja, das dauert ja noch. Scheiße. Wie viel Sand habe ich denn? 6, das reicht auf jeden Fall. Und wir... Ach, wir brauchen ja auch noch eine Spitzhacke und Kohle. Dann weiß ich, was wir jetzt mal schnell machen. Das packe ich mal dahin, das Holz da rein. Schaufel nehme ich mal mit, einen Apfel brauchen wir momentan nicht. Dann gehen wir mal schnell zu dem Berg dort hinten. Ich weiß, es ist jetzt gerade dunkel, aber wir brauchen auf jeden Fall Stein und Kohle. Und Sand brauchen wir natürlich auch. So, hier haben wir doch schon Kohle, das ist ganz schön. Die nehmen wir doch natürlich gerne mit. Ach ja, Erfahrungspunkte kriegen wir ja auch noch. So. Dann tragen wir hier jetzt einfach mal den kompletten Berg ab jetzt heute Nacht. Das schaffen wir schon. Alter, wie krass, wie viel Kohle hier ist. Das habe ich aber, wo ich privat Minecraft auf dem PC schon gespielt habe, festgestellt. Dass Kohle reichlich vorkommt. Granit. Mir kommt gerade eine Idee. Wo ist denn unser Haus? Das sieht man von hier aus gar nicht. Weil ich dafür zu wenig Chunks eingestellt habe. Ich glaube, das muss ich dann doch wieder hochstellen. Diorit? Was ist denn bitte Diorit? Naja, egal. Wir nehmen auf jeden Fall noch ein bisschen Cobblestone mit. Ja, die Sichtweite muss ich vermutlich wieder ein bisschen höher stellen. Damit ich mein Haus auch von hier aus mal betrachten kann. Ja, wir bauen hier Pflasterstein ab. Oder Bruchstein, oder wie auch immer man das nennen möchte. So, und dann nehmen wir dann natürlich noch den Sand von dort hinten mit. Den wir natürlich für Glas brauchen. Nein! Und ich habe keine Erde dabei. Ach, wie ärgerlich. So.
Ja, dann machen wir das eben mal schnell so und gut ist. Das stört ja jetzt nicht unbedingt jeden hier. So, da haben wir noch ein bisschen Kohle, die nehmen wir natürlich auch mit. Und dann können wir Glas machen. Yeah, geil, Glas. Das macht unser Haus natürlich richtig sicher. Ach, sieh an. Den Sand nehme ich doch gerne mit. Ich weiß, wir haben jetzt gerade keine Schaufel, aber was soll's, das geht doch so. So, 48 Sand sollten erstmal reichen. Wir müssen jetzt nicht hier mega viel Sand sammeln. Erstmal. Denn die Glasscheiben, wir kriegen ja aus 6 Glasblöcken, 4 Glas, 16 Glasscheiben, das sollte für unser Haus reichen. Also jetzt nicht 16 Glasscheiben, sondern hier, ja, die 48 Sand insgesamt sollten reichen. So. Und dafür brauchen wir allerdings erstmal einen Ofen. Klatsch dich mal da in die Ecke. 48 Sand. Wir können mit einem. Das heißt, wir brauchen 6 Kohle. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen gedulden, bis das Glas fertig ist. Na los. Wir warten jetzt erstmal, bis 6 Glas fertig sind und dann können wir ein paar Glasscheiben reinmachen. Und wieso regnet das immer noch? Es ist doch schon wieder Tag geworden. Die Regenwolken ziehen doch jetzt auch schon ab hier. Was ist denn das? Was soll denn das? Ja, es hört auf, oder? Bitte lass es aufhören. Oh Gott sei Dank, diese Ruhe. Meine Güte. So, 6 Glas. Da, 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 da. Dann haben wir 16 Glasscheiben. So, reicht natürlich nicht ganz. Halt, falsch. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Gehen wir doch mal in diese Richtung. Vielleicht finden wir dort ja ein Schaf, was wir massakrieren können, um Wolle zu kriegen, damit wir schlafen gehen können. Eine Höhle. Ach du Scheiße. Da gehen wir jetzt nicht rein. Ne. Was ist das denn bitte? Du willst mich doch verarschen. Eine Schlucht direkt vor der Haustür? Na, klasse. Na, Schwein, alles. Fehl im Schritt. Schön. Okay, ich probiere jetzt mal was aus. Moment. Ja, machen wir mal 8 wieder. Da dauert es natürlich wieder, bis es ein bisschen geladen hat.
Alter, was für ein dichter Wald. Ruckel, ruckel. Ja, warten wir mal eben kurz. Ein ruckelndes Schwein, das ist natürlich. Ja, dann nickst du mit dem Kopf, ne? So, was lädt er denn jetzt eigentlich noch alles? Oh, ein Hase! Oder Kaninchen, wie auch immer. Alter, jetzt müsst ihr doch eigentlich fertig sein mit Laden. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein, dass hier 8 Chunks so mega viel sind. So, machen wir mal hier ein bisschen. Na los, Alter. Da haben wir einen riesigen Berg. Ich laufe jetzt einfach mal ein Stück. Okay. Das funktioniert so nicht. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber naja, machen wir mal 7. Jetzt lädt er natürlich das Gebiet dort hinten. Jetzt sieht man natürlich unser Haus nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Ich gucke jetzt nochmal, was war das andere da unten? Dieses VBOS, ist das Vorrendern oder irgendwie sowas? So, hier muss doch jetzt irgendwo mal ein Schaf rumlaufen, das kann doch wohl nicht sein. Alter, wie viel Wasser ist hier im Ozeangebiet oder was? Drum braucht er so lange, um das hier zu rendern oder wie? Weil hier ein Ozean ist. Schafe! Naja, es tut mir sehr leid. Aber, Alter, was ist denn das bitte? Ein Wolle bloß, dein Ernst? Auch nur ein Wolle. Scheiße, ich kann aber jetzt nicht die ganzen Schafe hier umbringen. Und ich verstehe nicht, wieso das die ganze Zeit ruckelt. Was ist denn das für ein Scheiß? Das hat doch die ganze Zeit sonst auch immer mit 8 Chunks funktioniert. Alter, noch eine Höhle. Du willst mich doch verarschen. Das ist doch nicht euer Ernst.